Ja, liebe BVB-Fans, jetzt gibt es eine Spezialausgabe des Quiz-Taxi. Unsere drei Schweizer Spieler sind bei mir im Auto und werden natürlich auch versuchen, möglichst viele Fragen zu beantworten. Die erste Frage kommt. Wer von euch dreien hat in seiner Profikarriere unter mehr Trainern gespielt? Wer hat die meisten Trainer verschlissen? Roman. Du quasi. Sicher, Roman. Hat er jedes Jahr einen Verein gewechselt? Ich habe schon oft. Ja. Ehrlich? Ja, ich habe schon viele Trainer schon gehabt. Das ist also, Roman. Seid ihr euch da einig? Ja. Also, ich glaube nicht, dass ich es bin. Und, ja. Manuel, du hast 5. Ich bin noch nicht so lange Profi, deshalb ist es Roman. Du hast auch 10 Trainer verschlissen. 10? Oi, oi, oi. Ja, und jetzt seid ihr am Zweifeln, ne? Aber Roman Böck ist richtig. Er hat nämlich 11 Trainer ins Jenseits befördert. Wer von euch dreien hat den höchsten Reaktionswert? Einer von den Torhütern. Ich glaube, der Reaktion sage ich Marvin. Ich glaube, Manu. Ich sage Roman. So, okay. Und jetzt kommt ihr zu einer einzigen Antwort, die verkündet wird. Und die lautet: Marvin. Marvin? Ja, und das ist falsch. Das ist falsch. Nein. Ja. Roman, du hast einen Reaktionswert von 85, Manuel von 68 und Marvin von 82. Manu, Mann. So, jetzt könnt ihr 3 Punkte machen. Wer von euch kennt den Geburtstag des anderen? Gott, vor kurzem, ja. Jetzt auch nicht hier, ich verstehe alles. Ja, ich. Ich habe gesagt, dass ich vor kurzem Geburtstag hatte. Ja, hatte vor kurzem, im Urlaub noch. Das ist richtig. Das wäre Juli. Erste, zweite Monatshälfte? Zweite. Ist auch richtig. Ich würde sagen zwischen 18. und 22. Und das ist richtig und das lasse ich auch gelten. Das war am 19. Das ist super. Ich tippe mal auf November, kann das sein? Das ist richtig. Erste oder zweite Hälfte? Zweite. Falsch. Das erste? Elfte. Meinst du, das wäre so ein Karneval? Zwischen 10 und 16, 15. Ja klar, zwischen 1. und 31. Ja, ich sage 10. und 15. Ja, okay, lass ich gelten. 2 Punkte, jetzt ist aber genug. Hi Jungs, ihr wisst natürlich, dass ich Fußballprofi war und viele von euch wissen wahrscheinlich auch, dass ich einigermaßen gut im Basketball war. Aber ich hatte mal einen Plattenvertrag und habe auf derselben Bühne mit Justin Timberlake performt. Das ist nur wirklich ganz einfach. Guckt euch doch Ovo mal an. Habt ihr den vor Augen? Ja, er hat schon Star-Potenzial. Rasta, Rasta, man! Ich will auch sagen, es ist real, aber... Wahrscheinlich habt ihr gedacht, das war ein Schmarrn. War es aber nicht. Tatsächlich hatte ich 1997 einen Plattenvertrag bei der Plattenfirma Polydor und bin zusammen mit NSYNC und Justin Timberlake damals aufgetreten. Also, es ist die Wahrheit. Jawohl. Ja. Ganz stark, ganz stark. So, jetzt kommt eine Frage für euch Torhüter. Auf geht's. Roman Weidenfeller stellt sie. Hallo Jungs, wie ihr wisst, habe ich gemeinsam mit Tim Wiese in Kaiserslautern zusammengespielt und wir hatten immer vor wichtigen Spielen das Ritual, dass wir gemeinsam zum Friseur gehen. Könntest du mir schon vorstellen, aber ich glaube, das ich nicht zusammen. Fake. Ich sage, es ist fake. Wir sind bestimmt nicht zusammen im Quad. Ich sage, es ist fake. Fake. Vielleicht gibt es viele Parallelen zwischen mir und Tim, aber gemeinsam zum Friseur sind wir nie gegangen. Ja. Und nun die letzte Story. Hallo Männer. Ja, 1997, die Geschichten drumherum, die kennt natürlich inzwischen jeder. Aber wusstet ihr eigentlich, dass ich beinahe nicht mitgespielt hätte, weil ich ins Militärgefängnis der Armee sollte? Warum machen wir so ein Spiel? Real oder fake? Das ist fake. Fake. Ja, ihr kennt das nicht mehr, aber zu meiner Zeit musste man noch zur Bundeswehr und das stimmt tatsächlich. Ich war damals, wie gesagt, bei der Bundeswehr und war allerdings Heimschläfer, habe allerdings einmal meinen Spind offen gelassen und da drin war meine Gewehrkarte und theoretisch hätte jemand mit der Gewehrkarte mein Gewehr holen können und jemand erschießen können. Ja, und das fand mein Hauptfeld nicht so toll und wollte mich dann da ins Gefängnis stecken. Und ich habe dann aber gesagt, das geht leider nicht. An dem Tag spielen wir das Finale gegen Juventus Turin. Dann hat er davon abgesehen, dann muss ich nur ein bisschen Stubendienst machen. Es geht weiter.
Wie ist der Größendurchschnitt des BVB-Kaders? 1,80 Meter, 1,82 Meter, 1,84 Meter. Ich glaube, ihr drei seid jetzt nicht unbedingt der Maßstab, ne? Ja, wir haben schon viele große Spieler. Aber wir haben eben auch viele kleine. Nehmen wir 82? Ach, ja. Richtig! Ich wollte gerade sagen, richtig! Ein bisschen zu genau. Welche Augenfarbe hat Emma? Blau. Woher weißt du das? Stimmt, oder? Ja. Wieso weißt du das? Keine Ahnung, ich konnte mir das irgendwie merken. Und jetzt wird es einfach für euch, weil ihr seid ja alles gebildete Schweizer im Schwiss-Taxi, Quiz-Taxi. Ihr müsst einfach einen Nachnamen von einem Kollegen buchstabieren. Allerdings rückwärts. Und den von Bisschek. Das K-E-C-Z. Das kann sein. Ich will es rückwärts haben. Habe ich ja gerade eben gesagt. Wie? Dann sag doch eben nochmal. K-E-S. Z. Z-S. Was denn? Z kommt vor dem S. K-E-Z-S-C-I-P. Ja. Das war jetzt von der Richtung her gar nicht schlecht, aber trotzdem falsch. Das ist ein WLAN-Passwort. Ganz genau. Ey, und Roman, da kommt kein Mensch drauf.